Herzlich willkommen auf meiner Internetseite. Sie interessieren sich für Hormone oder wie Ihre Symptome mit den körpereigenen Hormonen zusammenhängen? Mein Name ist Christine Rosa-Tanner und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Sie fragen sich, warum Sie gerade zu mir kommen sollen. 4 Dinge machen den Unterschied aus. Erstens, ich gehe den Symptomen auf den Grund. Das heißt, ich beschäftige mich auch mit den Ursachen von Symptomen. Darum werde ich auch manchmal Kommissarin genannt. Zweitens, das Hormonprofil. Das heißt, da geht es um den Hormontest und die Auswertung. Das erste Wichtige ist, dass bei vielen Hormonen ein Speicheltest gemacht werden muss und kein Bluttest. Ein Bluttest wird bei einigen Hormonen einfach verkehrte Werte geben. Zweitens ist, dass die Vergleichswerte wichtig sind, die ein Labor liefert. Sie sollten nicht mit einer Durchschnittsbevölkerung verglichen werden, sondern nur mit Menschen in ihrem Geschlecht, ihrem Alter und die sehr gesund sind. Das gibt aussagekräftige Vergleichs- oder Zielwerte. Dann ist es so, dass es meist nicht ausreicht, dass nur 1 oder 2 Hormone gemessen werden, was meistens der Fall ist. Bei einer Anzahl von 3, 4 oder 5 Symptomen, da sind es oft 5, 6 oder 7 Hormone, die gemessen werden sollten. Dann drittens Empfehlungen. Ich gebe nur natürliche Empfehlungen, das heißt Nahrung, Pflanzen, bioidentische Hormone. Dann ist es dabei wichtig, dass sie genau dosiert werden auf ihren Hormonwert und keine Standardpräparate sind. Viertens, ich habe ein anderes strukturelles Vorgehen als normal. Das erste ist ein gratis Abklärungsgespräch per Telefon oder Skype. Dann aufgrund dessen kommt der Speicheltest zu Ihnen nach Hause per Post, den Sie bequem daheim machen können. Dann schickt das Labor die Auswertung an Sie und mich und es erfolgt das Hauptgespräch, wo ich Ihnen die Maßnahmen auch zeige. Das dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Dann können Sie diese Empfehlungen durchführen und es folgen Anwendungsgespräche, gratis Telefonzeiten, die Sie nutzen können. Zum Schluss erhalten Sie auch Tipps, wie es dann weiter in der Zukunft geht. Wenn Sie bereit sind, sich zu engagieren und mit mir den Weg zu gehen, dann sollten wir miteinander sprechen. Sie sehen unten die E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Ich freue mich auf Ihre Nachricht. Bis bald, Ihre Christine Rosa-Tanner.